Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pillars of Eternity 2. Wir setzen unsere Untersuchung der Gegend fort, so würde ich es jetzt mal nennen, und schauen mal, was hier so abgeht. Na, werde ich nicht krank, wenn ich durchs Wasser latsche? Interessant. Okay, hier waren wir schon offensichtlich. Jupp. Klippenstufen. Okay. Erdfäule. See trouble. Scallywags home. Mhm. Ich will das barbarische Gebrüll direkt mal ausprobieren. Das heißt, das Ding ist häufig genutzte Fähigkeit. Okay. Okay, sie hat den auch. Kann ich mich gar nicht erinnern. Mauras windende Tentakel. Waffe unwirksam, Marlott. Dann versuchen wir es doch damit. Was ist das da unten, was er mir da grün markiert? Ach, das sind die Tentakel. Immer noch auf den hier links. Gott, sind das viele. Okay, der hier links ist fast tot. Was machen die Tentakel?
Okay, der ist platt. Waffe unwirksam. Meinen die damit das Zepter? Oder meinen die damit der Zauberbuchslam? War unwirksam, okay. Waffe unwirksam. Was war das eben? Schutti wirkt Schutzkreis. Zeugt einen großen Bereich der göttlichen Obhut in der verbündete Bonus auf alle Verteidigungen erhalten. Nice. Gut, was haben wir hier Schönes? Meine Pistole und die Fische. Ich sehe jetzt gerne, was hier das lila Item war. Ein useless Schild. Warte, ey, was eine riesige Gegend. Hier unten gibt es echt viel zu entdecken, ne? Okay, da kann ich nicht hinlaufen. Das ist der Kartenrand. Ah, da gibt's Wasser. Hat der tote Gegner. Das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Was war das gerade für ein Säbel? 19 bis 28. Rückzugort scheint ein bisschen. Was? Hohe Unwahrscheinlichkeit. Plus bei einem Treffer kann plus 50 mal gestapelt werden und wird beim kritischen Treffer zurückgesetzt. Mhm. Could be a fight. Oh. Okay, verstehe. Die Jungs sind noch am Leben. Also am Leben in Anführungszeichen. So. Du hast dem, du hast dem und du hast dem auf die Klappe. Okay, der ist durch.
Vielleicht lieber der da. Weil er so halb an der Flanke sitzt. That looks good. Steht noch einer, der ist mir gar nicht aufgefallen. Nice, der ging vorbei. So, ihr zwei. Verzieht euch mal dahin. Dann könnt ihr auf den einhauen. Was ist nur gerade für eine Waffe drin? Die Pistole. Gehst du mal dahin? What? Okay. So, warum auch immer die KI da eben hinten diesen Kram da drauf gewirkt hat. Ist mir jetzt ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Ah, da steht absolut scheiße. Der Wirke wird zu einem lebenden Generator für einen mächtigen Elektrobolzen in einer geraden Linie rausschießt. That looks complicated. Okay. Wie viele von diesen Viechern kommen hier noch? Das sind wohl noch ein paar. Toll, jetzt rennen die dem hinterher. Wo stehst du gerade? Da. Toll, entweder ich treffe den einen oder den anderen, aber nicht beide. Okay. Unwirksam. Stinkeschrecken? What the heck? Okay, dann kümmern wir uns erstmal um die Ads. Beziehungsweise um den da. Finish them!
Toll, es ist nur noch eine übrig. Shit. Die sind ein bisschen zu weit reingegangen. Okay, auf den müssen wir jetzt ordentlich einprasseln. Der ist nämlich schon ein paar Stufen über uns und wird wahrscheinlich ziemlich fett Aua machen. Okay, Alaris Waffe war unwirksam. Nice. Lebt er noch? Ja. Yay! Und ich sehe gerade, mein Stream ist in der Zwischenzeit mitten im Kampf abgekackt. Naja, nicht so schlimm. Ich schmeiß ihn gerade mal wieder an. Hello, Stream. Oh, da ist er wieder an. Nice. Gefäßfleisch. Gut. Es gab ja jetzt ein bisschen was an Loot. Und daher hat sich gelohnt. Certainly. You might. Alot hat etwas entdeckt. This is interesting. Und was? Oh. I shall make it so. Cool. Die Quitter klebt eine Substanz an den Rändern dieser massiven Erdhöhle. Sunkener Stadt. As you like. Knollige Pilzkörner erweichen die harschen Charakterzüge dieses antiken Aumana-Königs. Mhm. Hat 80 Erfahrungen gesammelt. Okay. Oh. Und hier ist noch was. Cool. Ganz übersehen. Neben der versiegelten Tür befindet sich eine Statue, Rissa Moos übersät. Sie streckt ihre beiden Arme aus, aber eine der Hände fehlt. Sie sieht aus wie Huana. Darstellung von Ondra. Ihr Gewand hängt am Boden, aus Wasser herunter. Ihr Gewand hängt wie Bögen aus Wasser herunter, das sich um ihre Füße wie die Wogen der Gezeiten sammelt. Du untersuchst die Stelle, an der ihre Hand fehlt, doch der Stein in ihrem letzten Ärmel fühlt sich glatt an. Hätte ihr Schöpfer nie eine Hand an dieser Stelle angebracht. Die Fläche ihrer einzigen Hand ist geöffnet, als erwarte sie etwas. Tja. Ich weiß halt leider immer noch nicht, was das ist. Wahrscheinlich müssen wir hier erst irgendwas finden oder so.
Okay, dann kann ich auch gleich die ganze Gruppe laufen lassen. Ein Leichenfresser. Ja, okay, dann kümmern wir uns halt erst um die Gegner, was soll's. Wow, der hat ganz schön aufs Maul gekriegt gerade. Ich weiß nicht, was es für ein Zauber ist, den er da gerade gemacht hat, aber deshalb gehe ich mal lieber einen Meter zurück. Obwohl, nein. Wir machen das so. Und machen das so. Weißt du, wieso steht er mit dem Rücken dahin? Ach du Scheiße. Ich krieg grad ganz schön aufs Maul. Okay, den hat's schon mal umgehauen. Okay, damit würde ich wieder nur Mates erwischen. Okay, der Typ hat nicht mehr viel. Ziehen wir uns mal hier zurück. Okay, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Egal. Hallo, sieht noch ganz gut aus. Perfect. Yeah.
Waffe unwirksam. Die einzige, die jetzt gerade Schaden macht, ist Alari, oder was? Yes? I shall. What for, Cap? Kein Abzug. Aye. There's a wallaby! Nice. Wow. Aber eine Menge Loot dabei. Was ist das hier? 5. Schade, weil das sieht ganz witzig aus. Oh. Gut. I shall. Weiter geht's. Kammer der Gezeiten. What the heck? Ist ja mehr Tote als sonst was. Auf dem Haufen. Stadtruinen, okay, Stadtruinen, Klippenstufen, gehen wir mal in die Klippenstufen. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht mehr, ob ich da schon war oder nicht. Ach doch, da war ich. Das ist das, wo ich so halb runtergefallen bin, halb tot angekommen bin. Way, kann man da unten in diese versunkene Stadt eigentlich rein? Nö, ne? Das ist einfach nur ein Interessenspunkt. Stufen hochsteigen. Voller Erfolg, okay. Da merkt man mal, dass die Würfel manchmal für dich und manchmal gegen dich sind. Gut, bevor wir hier jetzt weitermachen und den einen toten Typen suchen. By the way, ist der Aufzug eigentlich noch da? Leute, der Aufzug ist ja noch da, so ein Beschiss. Mache ich hier einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge von Pillars of Eternity. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über den Daumen hoch freuen. Und wenn ihr mir mal live zuschauen wollt, twitch.tv/thenerd. Dankeschön und ciao, ciao.